Die Geschichten liegen ja auch auf Innsbrucks Straßen. Ich bin ein leidenschaftlicher Beobachter, gehe gern durch die Stadt, gehe gern in Innsbrucks Buchhandlungen, hier schönste Buchhandlung Europas. Bei mir sind es Geschichten, die mir Freunde erzählen, Geschichten, die ich in der Zeitung lese, die ich dann weiter spinne, die ich dann irgendwann zu meinen mache. Also die Zahnräder im Kopf beginnen zu laufen. Ausgehend von einer kleinen Beobachtung im Bus, auf der Straße, irgendwo, frage ich mich dann, warum sind die Dinge so, wie sie sind, Bilder, die ich sehe. Also es ist eine Mischung aus vielem, wie es am Ende dazu kommt, dass aus einer klitzekleinen Idee am Ende ein Buch entsteht, ein Roman, der Leserinnen und Leser im besten Falle begeistert. Mitten in der Stadt, mitten in Innsbruck, am Westfriedhof, ist ein wunderbarer Ort zum Schreiben. Ich komme sehr, sehr gern hierher. Es gibt sehr viel zu entdecken auf so einem Friedhof. Es sind nicht nur die Namen auf den Gräbern, es sind die Geschichten dieser Menschen, die hier begraben liegen. Es war für mich schon als Kind faszinierend, mir vorzustellen, wer liegt da unten? Was war das für ein Mensch? Was hat der für eine Lebensgeschichte gehabt? Ich habe begonnen mit 15, 16 mit Liebesgedichten, die sehr kurz waren, sehr knackig und sehr schlecht, also fürchterlich zum Lesen. Und es ist dann so ein bisschen lyrische Prosa draus geworden. Die Texte sind immer länger geworden. Und ich habe vielleicht unbewusst versucht, so ein bisschen meinen Ton zu finden, einen Sound zu finden, mit dem ich meine Geschichten erzähle. Und das hat sich über die Jahre, sagt in den letzten 25 Jahren, dieser Stil entwickelt, diese kurzen Sätze, die ich schreibe, die viel Tempo machen, die Dialoge, die Form, die ich gewählt habe, Dialoge zu schreiben. Ich sage, es ist sehr, sehr viel Bauchgefühl. Und so wie beim Kochen. Ich koche ungern nach Rezept und so ist es auch beim Schreiben. Also ich mache es, wie es mir gefällt. Totenfrau, das war dann 2014 der Durchbruch. Mit diesem Buch ist es möglich geworden, vom Schreiben leben zu können. Und diese Rachegöttin hat mich glücklich gemacht und macht es Gott sei Dank immer noch auch sehr viele Leserinnen und Leser glücklich. 2022 im November ist es auf Netflix in 190 Ländern der Welt zu sehen. Blum geht in Serie und darauf freue ich mich sehr. Mir war es auch wichtig, dass Totenfrau in Innsbruck spielt, dass die Bestatterin eine Innsbruckerin ist. Innsbruck ist die Stadt, in der ich lebe, in der ich glücklich geworden bin, in der ich mir meinen Traum verwirklicht habe, Schriftsteller zu sein. Deshalb lebt sie in dieser Stadt und tötet auch in dieser Stadt. Und ausgehend von hier nimmt das Böse eigentlich seinen Lauf. Ja, es gibt kaum was Schöneres, als mich irgendwo in der Natur hinzusetzen, auf einer Wiese. Und das ist das, was ich so genieße, dass in Innsbruck die Stadt und die Natur so nah beieinander sind, dass das so ineinander verwoben ist. Die Stadt hat alle Möglichkeiten, bietet mir die Möglichkeit, 5 Minuten von meinem Schreibtisch weg in der Wiese sitzen zu können, ein Blatt Papier zu nehmen, einen Stift und abzutauchen bei Vogelgezwitscher.